Guten Morgen, ich bin's wieder, Michael von Autoaktiv. Heute ist mein Brückentag und ich habe mich dazu entschlossen, mal eine kleine Fahrradtour zu machen. Einfach hier in der Gegend rumfahren. Ich weiß noch gar nicht genau wohin. Schauen wir mal. Und da kann ich euch unterwegs hier und da mal ein paar Sachen zeigen. Wenn ihr Interesse habt, kommt einfach mit. Okay, und los geht's. So, bin aufgesessen und jetzt geht es erstmal hier in den Wald, das ist Lauerholz, da kann man ein bisschen fahren und dann gucken wir, wo es mich hinführt. Okay, kommt mit, los geht's. Hier in der Seite fließt so ein kleiner Bach, das ist die Medebeck. Ja, der speist sich aus dem ganzen Wasser, was hier aus dem Wald kommt, ist ein bisschen sumpfig, ein bisschen morastig das Gebiet. Fließen einige Teile zu. Aber im Moment ist nicht viel los, aber wir wissen ja auch, es hat kaum geregnet. Also wir hatten bis jetzt hier kein Gewitter. Hier hat es in den letzten 3 Wochen nicht geregnet. Okay, da ist mal für die Kleinen, hier kann man was lernen im Wald, wenn man diese Fahrt begeht. Ja, und die Hütte da vorne, das ist hier die Hütte des Waldkindergartens, der hier stationiert ist. Die Richtung, hier geht es in Richtung Volksfestplatz Lübeck und ja, heute leider kein Volksfestplatz mehr, bis vor ein paar Jahren war es noch so, aber im Moment, da war jetzt mal zeitlang ein Asylantenlager untergebracht, da standen da Massen auf Container, da es ja kaum noch welche gibt, ist alles abgebaut worden und ja, da lagern sie gerade Sand oder sowas. Aber das werden wir gleich mal sehen. Ja, wir verlassen jetzt das Lauerholz und kommen zu diesem Volksfestplatz. Noch zum Lauerholz. Der wird natürlich bewirtschaftet. Nicht einfach so wilde Einschläge oder so. Und hat doch weltweit Beachtung gefunden, wie der Wald hier bewirtschaftet wird. Hier waren schon Forstwirte aus der ganzen Welt. Kanada, Japan, weiß der Henker woher. Um zu lernen, wie man das mit der Natur zusammen. Da sind die hier wohl sehr gut, sonst würden die Herrschaften hier nicht aufschlagen. Lübeck ist ja nun mal auch eine Stadt, die chronisch pleite ist und nicht zu knapp. Okay, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Gelegenheit. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt gerade in den Stadtpark eingefahren. Fahre ich mal gerade so ein bisschen quer durch, von links nach rechts. Kurze Dampferpause. Okay, ist ganz erholsam. Wir haben heute Freitag. Eigentlich nichts los.
haben sich ganze Horden von Gänsen niedergelassen. Da machen sie sich Gänse. Braucht keine Angst haben vor mir. Und er kriegt auch nichts. Schwan jagt die Gans, ist wohl in seinem Revier. Man hat dann nichts verloren. Hau ab. So, hier wurde ein Bergmammutbaum gepflanzt. 25.12.2011. Gedenken an Heiko. Fahren wir ein bisschen weiter weg, könnt ihr mal gucken. 2011 gepflanzt. Bergmammutbaum, das wird noch was irgendwann. Durch trifft sich die Krabbelgruppe. Mütter mit Kinderwagen, die gerade mal nichts zu tun haben. Gut, dahin geht es noch weiter. Jetzt fahren wir hier wieder raus. Fahre ich ein bisschen durch die Straße quer durch. Hier sind wir architektonisch tätig geworden. So, wir nähern uns den Gustav-Radburg-Platz und im Hintergrund das Burgtor. Da fahren wir jetzt mal hin, da gibt es ein schönes neues Museum, da zeige ich euch mal. Bis gleich. Das im Hintergrund ist das Burgtor. Das ist eins von, ich glaube, drei Toren, was noch steht. So, jetzt kommen wir dann zum Europäisches Hanse-Museum, nennt sich das. Ein sehr gelungener Bau, finde ich. Und auch die Ausstellung und das Museum an sich sehr sehenswert. Also wenn ihr mal in Lübeck seid, angucken. Wirklich gut.
Kann man haben, oder? Direkt am Wasser. Da so haben sie so eine Strandbar gebastelt. Da kann man dann Wochenende Partys feiern oder halt Afterwork. Versuche ich mal ein bisschen die Vorderseite einzufangen. Aber was doch gut gelungen ist, neben der Treppe dieses lange Teil dann. So. Super. Wenn es ein bisschen weiter hinter geht gleich, ich gucke auf deiner Seite noch. Ich zeige gleich noch ein Bild. Aber egal, aber das kommt doch ganz gut, ne? Die lange Treppe hinten hoch und daneben dieser Durchgang, der das praktisch aufnimmt wieder, diese Weite nach hinten durch. Man guckt hier praktisch von hier unten in die Oberstadt. Cool. Hier ist dann jetzt das Burgkloster mit dem neu gestalteten Vorplatz hier. Wenn man dann hier den Eintritt in dieses Hanse-Museum gebucht hat, kann man das Burgkloster gleich mitmachen. Kann man sich dann auch von innen anschauen. Gibt es auch einige Ausstellungsgegenstände. Auch schön. Sollte man machen. Ich glaube, das ist eh im Preis inbegriffen. Priesterhof und Armenhäuser.
Blick ins Kloster hier ein bisschen. So, das war mal ein kleiner Rundgang, Burgkloster. Ich werde zurück beim Fahrrad. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, was ich noch schaffe. Keine Ahnung. Lübeck ist zwar nicht groß, aber alles zu sehen ist auch schwer. Da, die Lisa Marie fährt raus. Heute ist hier, glaube ich, die Rückseite vom Ernestinen-Gymnasium. Gehört zumindest dazu. Hier befinden sich durch den Häuser einzelne Gänge. Hier befinden sich zwischen den Häusern immer so einzelne Gänge. In den Hinterhöfen befinden sich lauter kleine Wohnungen. Ich muss jetzt gleich mal nach hier. Kannst du mal reinkommen hier? Kommst du kaum durch? Dann kommt der nächste. Der hellgrüne Gang Nummer 28. Und mach rein. Hier muss ich ganz schön packen, um da reinzukommen. Unglaublich. So sieht es dann aus, wenn man dann so durch ist. Maßgabe für den Bau dieser Gänge war mindestens so breit, dass ein Sarg rein durchgeht. Wenn einer aber dahin sieht, dass man wieder raustragen kann. In der Kiste natürlich. Da wohnt ein Künstler. Guck mal, einen schönen Fassaden steht immer wirklich Toiletten rum. Oder Baugerüste. Das Schwanenhaus.
Kirchliche Grube. Die Kirchtürme im Hintergrund ist die Marienkirche. Das sind die Motive, die jeder aus Lübeck kennt, der Salzspeicher. Ja, Freunde, das war es leider für heute. Vielleicht habe ich mir einen leeren Akku mitgenommen, anstatt einen vollen. Und der geht gerade zu Ende. Okay, machen wir nochmal einen zweiten Teil draus. Heute zu Ende vom ersten. Okay, seid wieder dabei. Nächstes Mal aus Lübeck. Macht's gut, euer Michael.